Die Kirschen sind drin. An diesem Morgen ist es bereits die vierte Schwarzwälder Kirschtorte für Beate Künast. Keine Tiefkühlware, alles Handarbeit. Wir backen auch den Biskuit hier alleine. 21 Landeiern, die von Hand aufgeschlagen werden, Eiweiß und Eigelb getrennt. Für ihre Torten verwendet Beate Künast nur regionale und frische Produkte. Das Café Goldene Krone in St. Mergen ist aber nicht nur frei von Konservierungsstoffen, es hat das Dorfleben wiederbelebt. Vor 5 Jahren sollte das ehemalige Grand Hotel abgerissen werden, doch die Dorfbewohner schlossen sich zusammen und retteten das Gebäude. Hier hat Beate Künast einen Ort geschaffen, in dem sich alle Bewohner zu Hause fühlen. Ich heiße Beate Künast. Ich lebe seit vielen Jahren im Schwarzwald, inmitten einer der schönsten Landschaften Europas. In St. Mergen leite ich seit 4 Jahren ein Pilotprojekt für Frauen im ländlichen Raum. Ein Netzwerk von 24 starken Frauen, die sich für die Region engagieren. Für ihre erste Empfehlung führt uns Beate Künast zum Kloster St. Mergen direkt gegenüber. Gegründet wurde das Kloster im 12. Jahrhundert von den Augustinern. Es ist der Gottesmutter Maria geweiht. Im Mittelalter zerstörten Brände und Kriege mehrfach die Klosteranlagen. Im 18. Jahrhundert wurde das Areal und die Kirche im barocken Stil wieder aufgebaut. Im Mittelpunkt der Hochaltar des Holzbildhauers Matthias Faller. Das Klosterareal ist ein fast magischer Ort für mich, an dem man zu sich finden kann und an dem einem bewusst wird, auf welche faszinierende Geschichte St. Mergen zurückblicken kann. Und die kann man besonders laut im Klostermuseum ticken hören. Hier kann man nämlich die Geschichte der Schwarzwalduhr erleben. Die Ausstellung zeigt eine ganze Bandbreite, von historischen und einfallsreichen Zeitansagern bis zur klassischen Kuckucksuhr im modernen Design. Direkt am Dorfrand von St. Mergen liegt Beate Künasts zweite Empfehlung, der Pfisterwald. Pfister ist eine alte süddeutsche Bezeichnung für Bäcker. Und die haben dem Wald auch seinen Namen gegeben. Früher schlugen die Bäcker von St. Mergen hier ihr Holz, um die Backöfen zu heizen. Heute lädt der Pfisterwald vor allem zu Spaziergängen ein oder zu einer Rutschpartie auf der präparierten Rodelbahn. Der Pfisterwald ist auch für uns Dorfbewohner eine kleine Oase mitten in der Natur. Der Wald ist märchenhaft schön. Hier kann man neue Kraft tanken, hier kann man entspannen. Und im Sommer kann man hier sogar bei einer geführten Wanderung nach den Waldgeistern suchen. Für die dritte Empfehlung geht es ins benachbarte Hinterzarten, 15 Kilometer entfernt von St. Mergen. Hier liegt der Ospellehof. Den kleinen Bauernladen schätzt Beate Künast vor allem wegen seiner einfallsreichen ökologischen Produkte. Bauer Michael Braun hat auf seinem Hof eine eigene Schwarzwaldkosmetik entwickelt. Seine Lotionen und Hautcremes stellt er selber her. Und zwar aus frischer Molke. Zu seinen Produkten zählt auch der begehrte Bergkäse. Den lässt er in seiner eigenen Käserei bis zu 6 Monate lang reifen. Das Einkaufen auf dem Ospellehof in Hinterzarten ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das Einkaufen nicht in einem großen Supermarkt, sondern ganz persönlich bei der Familie Braun. Beate Künasts Empfehlungen für den Hochschwarzwald, das Kloster in St. Mergen, ein Spaziergang im Pfisterwald und der Bauernladen auf dem Ospellehof.